Die Pisten sind super, sind toll präpariert, ja, also ist für mich eigentlich ein Traum. Skifahren ist eigentlich super, Schnee ist perfekt. Das Gebiet ist halt schön abwechslungsreich, man kann halt alles fahren, macht Spaß hier. Wir waren vor 2 Jahren schon einmal hier und das hat uns gut gefallen. Also breite Pisten, großes Gebiet und somit für jeden was dabei. Gurgl unterscheidet von anderen Skidestinationen, dass wir eine sehr lange Wintersaison haben. Die hochalpine, wunderschöne Umgebung. Der Talschluss des Ötztals natürlich mit Obergurgl. Wir haben auch Schneesicherheit, das heißt, dass die Auf- oder Opening-Termine, die wir versprochen haben, haben wir auch immer gehalten. Und natürlich fahren wir bis knapp Anfang Mai, Ende April so circa, je nachdem wie Ostern fällt. Und haben da immer perfekte Pistenverhältnisse und genügend Schnee dafür. Wir haben schon ein paar Vorteile, die einfach andere Skigebiete nicht haben. Ist natürlich, wenn jedem das Gleiche anfängt, natürlich die Höhe. Nicht? Wir sind das höchste Ort Österreichs, wir sind das höchste Nicht-Gletscher-Skigebiet und das ist natürlich, was jeder so weiß. Aber ich würde sagen, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Vorteile. Wir sind oberhalb der Baumgrenze und das heißt, dass wir, sagen wir mal, von den Pisten her auch anders positioniert bzw. gesegnet sind wie andere Skigebiete, die, sagen wir mal, ein bisschen niedriger sind. Ich glaube, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für viele Gäste, dass wir ganz breite Pisten haben. Also oberhalb der Baumgrenze, vor allem wenn wir dann viel mehr Schnee haben, können wir immer breiter, breiter, breiter walzen. Und das ist, sagen wir mal, was unsere Gäste sehr, sehr lieben. Weil das ja auch, sage ich mal, ein Gefühl der Sicherheit ist, wenn man Platz zum Skifahren hat. Was uns auch unterscheidet von anderen Skigebieten ist, dass wir eine sehr exponierte Nordostlage haben von den Pisten, ja, also keine Südlagen, was also pulverigen Schnee auch noch im April garantiert. Die aktuelle Lage ist hervorragend, also es könnte gar nicht besser sein. Also es ist, hat ja gestern noch ein bisschen geschneit, es ist quasi Pulverschnee bis ins Tal. Wollen wir nicht einmal von den höheren Regionen reden. Also ich glaube, dass jeder Gast total begeistert ist.